Hallo meine Damen und Herren, in unserem letzten Screencast hatten wir gesehen, dass es eine wesentliche Aufgabe des finanzwirtschaftlichen Bereiches ist, all das, was sich im leistungswirtschaftlichen Bereich des Unternehmens abspielt, mengen- und wertmäßig wiederzuspiegeln. Zum großen Teil wird diese Aufgabe durch das Rechnungswesen übernommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Rechnungswesen in das interne Rechnungswesen einerseits und das externe Rechnungswesen andererseits unterteilt. Unter internem Rechnungswesen versteht man die Kosten- und Leistungsrechnung, also den Gegenstand dieses MOOCs. Zum externen Rechnungswesen wird die Buchhaltung mit ihrem Jahresabschluss gezählt. Die Bezeichnung internes bzw. externes Rechnungswesen leiten sich aus dem Zweck beider Systeme ab. Das interne Rechnungswesen, also die Kosten- und Leistungsrechnung, verfolgt den Zweck, als wesentliches Steuerungsinstrument für unternehmensinterne Personen oder Organe zu fungieren. Zu nennen sind hier beispielsweise das Management eines Unternehmens, eventuelle Beiräte, der Aufsichtsrat oder der Inhaber eines Unternehmens. Schließlich ist es nicht nur wichtig zu wissen, ob man mit dem Unternehmen insgesamt Geld verdient, sondern auch mit welchen Produkten, Bereichen und so weiter. Das externe Rechnungswesen hingegen verfolgt das Ziel, ein verlässliches Informationssystem für unternehmensexterne Stellen, wie zum Beispiel Behörden und Banken, zu sein. Von dem Hintergrund des bisher Gesagten ist schon leicht zu erkennen, dass die Steuerung eines Unternehmens umso leichter fällt, umso deutlicher die wirtschaftlichen Zusammenhänge des leistungswirtschaftlichen Bereiches durch das interne bzw. externe Rechnungswesen abgebildet werden. Zur Steuerung des Unternehmens und seiner einzelnen Teilbereiche ist es extrem wichtig zu wissen, mit welchen Angeboten, Produkten oder Dienstleistungen wie viel Geld verdient wird oder ob mit einzelnen Leistungen sogar Geld verloren und Werte vernichtet wird. Grundsätzlich gilt, man kann nur steuern, was man auch messen kann. Und das Messen zum Optimieren der Steuerungsmöglichkeiten im internen Bereich ist eine zentrale Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung. Worin unterscheiden sich jetzt allerdings die Kosten- und Leistungsrechnung und die Finanzbuchhaltung? Das sind zunächst Formvorschriften zu nennen. Für das interne Rechnungswesen gibt es keinerlei Formvorschriften. Im Extremfall bedeutet dies, dass ein Unternehmen gar keine Kosten- und Leistungsrechnung installiert haben muss. Für das externe Rechnungswesen hingegen gibt es eine Vielzahl von Formvorschriften, die sich insbesondere aus rechtlichen, wie zum Beispiel steuerrechtlichen Vorschriften ableiten. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen der Kosten- und Leistungsrechnung einerseits und der Finanzbuchhaltung andererseits besteht in der Zielsetzung hinsichtlich der Kapitalerhaltung. So fokussiert das externe Rechnungswesen auf eine nominelle Kapitalerhaltung. Dies bedeutet, dass das Kapital, das ursprünglich zum Beispiel in einem Anlagevermögen investiert wurde, während der Nutzung dieses Anlagegutes nominell, also rein zahlenmäßig, erhalten bleiben soll. An einem Beispiel könnte man dies wie folgt festmachen. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen erwirbt ein Fahrzeug für 20.000 Euro. Es beabsichtigt, dieses Fahrzeug 4 Jahre bis zur völligen Wertlosigkeit des Fahrzeugs intensiv zu nutzen. Bei einer linearen Abschreibung, was das jetzt konkret bedeutet, wird im späteren Verlauf der Vorlesung deutlich, bewirkt dies, dass in jedem Jahr 5.000 Euro abgeschrieben werden. Durch den Verkauf der Produkte sollen diese 5.000 Euro wieder erwirtschaftet werden. Gelingt dies, so stehen dem Unternehmen am Ende der Nutzungsdauer des Fahrzeugs die ursprünglich investierten 20.000 Euro wieder zur Verfügung. In der Realität kann dies nun bedeuten, dass das Unternehmen bei der erneuten Anschaffung eines gleichwertigen Fahrzeugs feststellt, dass dieses nun einen Anschaffungswert von 22.000 Euro hat. Konkret bedeutet dies, die durch die bilanziellen Abschreibungen erwirtschafteten Werte reichen nicht aus,
um die Substanz des ursprünglichen Fahrzeugs wiederherzustellen. Aus diesem Grunde wird in der Kosten- und Leistungsrechnung von Anfang an auf eine substanzielle Kapitalerhaltung Wert gelegt. Dies bedeutet, dass das oben genannte Fahrzeug von Anfang an kostenrechnerisch auf seinen voraussichtlichen Wiederbeschaffungswert von 22.000 Euro, also 5.500 Euro pro Jahr, abgeschrieben wird. Diese Abschreibungssumme wird nun mit dem Verkauf der Produkte erwirtschaftet. Dann steht am Ende der Nutzungsdauer des Fahrzeugs dem Unternehmen wieder so viel Kapital zur Verfügung, dass es in der Lage ist, ein gleichwertiges Fahrzeug, also eine gleichwertige Substanz, wie zu Beginn des Betrachtungszeitraumes zu erwerben. Sollte Ihnen diese substanzielle Kapitalerhaltung betriebswirtschaftlich sinnvoller erscheinen als die nominelle Kapitalerhaltung des externen Rechnungswesens, so fragen Sie sich vielleicht, warum nicht dem externen Rechnungswesen ebenso abgeschrieben wird. Dies wiederum liegt eben an den zuvor erwähnten Formvorschriften, die eine substanzwertorientierte Abschreibung in der Finanzbuchhaltung verbieten und die nominelle Abschreibung vorschreibt. Eine Folge der unterschiedlichen Betrachtungsweisen bei der Kapitalerhaltung sind die Unterschiede in der Berechnungsart. Während das externe Rechnungswesen pagatorisch vorgeht, pagatorisch bedeutet, letztlich können alle Vorgänge wieder in Geldflüssen abgebildet werden, bevorzugt das interne Rechnungswesen eine wertmäßige Berechnungsart, bei der sich nicht zwingend alles in Geldflüssen abbilden lässt. Kommen wir als nächstes Unterscheidungskriterium zu dem Zeitraum, der bei dem internen bzw. externen Rechnungswesen berücksichtigt wird. Während für das externe Rechnungswesen vorgeschrieben ist, dass dieses mindestens einmal jährlich, nämlich zum Jahresabschluss, durchgeführt werden muss, besteht beim internen Rechnungswesen völlige Wahlfreiheit hinsichtlich des zu betrachtenden Zeitraums. In vielen Unternehmen wird das interne Rechnungswesen auf monatlicher Basis durchgeführt. Ein weiteres Kriterium, bei dem sich die Kosten- und Leistungsrechnung und die Finanzbuchhaltung unterscheiden, ist die Definition des Ergebnisses. Während sich in der Finanzbuchhaltung das Ergebnis aus der Differenz zwischen Ertrag und Aufwand ergibt, wird in der Kosten- und Leistungsrechnung das Ergebnis als Differenz aus Leistung und Kosten beschrieben. Da die Inhalte der Begriffe Ertrag und Leistung einerseits bzw. Aufwand und Kosten andererseits jeweils unterschiedlich sind, ergeben sich in der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung als Konsequenz unterschiedliche Ergebnisse. Wenn Sie allein an das eben genannte Beispiel bezüglich der Abschreibung eines Fahrzeuges in der Finanzbuchhaltung mit 5.000 Euro pro Jahr und in der Kosten- und Leistungsrechnung mit 5.500 Euro pro Jahr denken, so ergibt sich, einem Aufwand von 5.000 Euro in der Finanzbuchhaltung stehen Kosten von 5.500 Euro in der Kosten- und Leistungsrechnung gegenüber. Das Betriebsergebnis in der Kosten- und Leistungsrechnung wird also allein durch diesen Vorgang um 500 Euro schlechter ausfallen als das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung in der Finanzbuchhaltung. Unter mathematischen Gesichtspunkten sind die Gleichheitszeichen an dieser Stelle also nicht korrekt. Hiermit möchte ich den kurzen Screencast über die Darstellung des Unterschiedes zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung beenden. In unserem nächsten Screencast werden wir uns mit Begriffsdefinitionen beschäftigen. Bis dahin, tschüss.